Er wollte Jugendlichen die Welt erklären und wurde dabei zum Bestsellerautor für Erwachsene. Sein Sachbuch-Erstling, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, wurde über 1 Million Mal verkauft und in 26 Sprachen übersetzt. Diese Zahlen sprechen für ein großes Interesse an der Philosophie, sofern sie so anschaulich daherkommt wie in den Büchern des Philosophen Richard David Precht. Wir hatten ihn einmal als Gast hier bei uns und das Gespräch mit ihm ist weit oben auf der Hitliste unserer Gespräche im Netz. Wir haben Richard David Precht eine carte blanche gegeben für 4 Sendungen mit Gästen seiner Wahl. Sein erster Gesprächspartner ist der Philosoph Thomas Metzinger. Der setzt sich mit den Ergebnissen der modernen Hirnforschung auseinander und untersucht unter anderem, inwiefern die Erkenntnisse aus der Hirnforschung die Wahrnehmung unserer selbst verändern. Herr Metzinger, Sie sind einer der bedeutendsten deutschen Philosophen. Sie sind einer der renommiertesten Bewusstseinsforscher weltweit. Und Sie unterrichten Philosophie in Mainz an einer katholisch geprägten Universität. Gegenstand Ihrer Forschung ist das menschliche Bewusstsein und das menschliche Gehirn. Könnte es nicht sein, dass Ihre Forschungen dazu beitragen, dem Glauben und der Religion eine schwere Schlappe beizubringen, zum Beispiel indem Sie erklären können, wie unsere religiösen Gefühle im Gehirn entstehen und quasi als Illusionen hervorgezaubert werden? Sind denn da die Dekane Ihrer Fakultät oder die Rektoren der Hochschule nicht manchmal sehr grimmig über das, was Sie da machen? Ach, ich glaube, an meiner eigenen Universität wissen ganz wenige Leute überhaupt irgendwas über meine wissenschaftliche Arbeit. Mir geht es ja auch gar nicht um weltanschauliche Fragen. Ich bin Philosoph, ich möchte einfach wissen, zum Beispiel, wie das Verhältnis zwischen Bewusstsein und Gehirn ist. Ich möchte Erkenntnisfortschritt. Und wenn dabei rauskommt, zum Beispiel, dass wir eine unsterbliche Seele haben und das Bewusstsein nicht durch die Hirnforscher erklärt werden kann, dass da was ganz essentiell Subjektives ist, das man einfach nicht von außen verstehen kann, dann bin ich als Philosoph ja auch zufrieden, weil ich dann den Erkenntnisfortschritt habe. Ich möchte es nur ganz genau wissen, eben darum geht es mir. Was glauben Sie, wird die Beschäftigung mit der Hirnforschung, die Sie als Philosoph betreiben, dazu führen, dass wir religiösen Gefühlen, dem Spirituellen eine neue Chance geben? Oder wird es zur Entzauberung der gesamten religiösen Dimension beitragen? Ich glaube, wir müssen eine ganz wichtige Unterscheidung treffen, nämlich die zwischen Religion und Spiritualität. Das Gegenteil von Religion, von Glauben, ist nämlich nicht Wissenschaft und die wissenschaftliche Vernunft, sondern Spiritualität. Religion ist etwas, was nicht mit Erkenntnis zu tun hat. Spiritualität ist etwas radikal Individuelles, was man nicht organisieren kann, bei dem es aber um Wissen geht. Und insbesondere genau um das, was kein Theologe und was die Vertreter der organisierten Religionen nie haben können, nämlich die ehrliche Wahrhaftigkeit sich selbst gegenüber auch. Dass man anerkennt, die moralische Pflicht, sich selbst gegenüber radikal ehrlich zu sein. Das zeichnet die spirituelle Einstellung aus. Und eine der ganz interessanten Fragen für die Zukunft ist eigentlich, ob es so etwas wie eine richtig säkulare Spiritualität geben könnte. Das heißt, eine Form von Spiritualität, die auf direkter Erfahrung beruht, nicht auf Theorien und auf Begriffen und die den Tatsachen ins Angesicht schauen kann, eben auch den wissenschaftlichen Tatsachen über das Gehirn. Ist das etwas, was einen Philosophen, der sich mit Hirnforschung auseinandergesetzt hat, fasziniert? Die Aussicht darauf, dass wir vielleicht in Zukunft die Spiritualität retten können und die Religion beiseite lassen? Nun ja, also ich mache das jetzt seit 30 Jahren. Ich arbeite eng mit Hirnforschern zusammen. Wir haben jetzt seit einiger Zeit dieses steigende Unbehagen in der Öffentlichkeit, weil immer mehr Menschen beginnen zu verstehen, dass unsere traditionellen Vorstellungen von Seele und Unsterblichkeit jetzt wahrscheinlich wirklich nicht mehr haltbar sind. Und es wird jetzt auch für die breitere Öffentlichkeit deutlich, dass wir in einer historischen Übergangsphase leben, auch unseres Bildes von uns selbst. Beschreiben Sie mal, wenn Sie sagen Übergangsphase, was war das alte Bild von uns selbst und was könnte das neue Bild von uns selbst sein? Also das alte Bild war, dass es etwas gibt im Menschen, was von oben reinkommt, von Gott, dass wir irgendwie eine göttliche Wurzel haben.
Das neue Bild des Menschen sagt zum Beispiel, dass nicht nur unser Körper, sondern auch unser Gehirn und unsere seelischen Eigenschaften, psychologischen Eigenschaften Produkt der Evolution sind. Und die Evolution war ein Prozess, der von unten kam, der kein Ziel hatte, keine Richtung, etwas, was man sehr schwer eigentlich nachvollziehen kann. Wir sind also jetzt auf einmal sowas wie nicht gewollte Kinder des Universums, auch mit unseren geistigen Eigenschaften, nicht nur mit unseren Genen, die den Körper bestimmen. Das heißt, die göttliche Wurzel wird uns sozusagen abgeschnitten. Ich bringe noch mal ein zweites Beispiel. Menschen haben in vielen Kulturen seit Jahrtausenden geglaubt, dass es so ein ätherisches, einen Träger der geistigen Eigenschaften gibt, der beim Tod oder bei Ohnmachten den Körper verlassen kann, eine Art Seele oder Ätherleib. Und jetzt wird sehr, sehr deutlich, dass das, was wir früher das Selbst genannt haben, wie Philosophen sagen, keine Substanz ist. Das ist ein Fachbegriff aus der Philosophie und das bedeutet, dass es nichts ist, was sich selbst in der Existenz erhalten könnte, sich selbst im Sein tragen könnte, wenn zum Beispiel das Gehirn verschwindet nach dem Tod. Das heißt, Sterblichkeit wird immer deutlicher und es wird immer deutlicher, dass es in uns keinen festen Kern gibt, der unabhängig von dieser physischen Basis existieren könnte. Das heißt, die Hirnforschung kann uns zeigen, wie das, was wir unser Ich nennen, und das offensichtlich eine relativ relevante Angelegenheit ist, denn 7 Milliarden Menschen sagen zu sich selber Ich. Genau. Eine Art von Hokuspokus ist, der im Gehirn entsteht, nach dem gegenwärtigen Stand der Kenntnisse vielleicht sogar in 7 oder 8 verschiedenen Hirnarealen erzeugt wird und zusammen so etwas wie ein Bewusstseinsstrom ausbildet oder die Illusion eines Ich. Das würde dann bedeuten, das Ich wird materiell erzeugt durch elektrochemische Vorgänge im Gehirn. Und es ist nicht irgendetwas wie eine unsterbliche Seele oder irgendetwas, was von außen in den Menschen als Identität, als persönliche Struktur hineingelegt worden wäre. Ist das das, was Sie sagen wollen? Nein, das ist nicht, was ich sagen will. Wir müssen vorsichtig und bescheiden sein. Das Erste, was man sagen muss, logisch möglich, dass alles ganz anders ist, bleibt es immer. Logisch möglich denkbar, dass wir eine unsterbliche Seele haben, bleibt es immer. Das wird nicht berührt. Es ist nur so, wenn man mit den modernen wissenschaftlichen Theorien an den Menschen herangeht, dann versucht man so sparsam wie möglich zu sein in den Annahmen, die man macht. Und die wissenschaftliche Psychologie glaubt auch schon lange nicht mehr an die Seele. Und im selben Sinne brauchen wir das Selbst als eine Entität nicht mehr, um die Evolution des Selbstbewusstseins bei Tieren, bei Kindern zu verstehen. Wir können das mit einfacheren Annahmen machen, zum Beispiel mit der Annahme eines Selbstmodells. Das heißt, vernünftige Theorien müssen nicht mehr annehmen, dass es so etwas wie ein Ding gibt im Gehirn oder außerhalb der physikalischen Welt. Vernünftige Theorien sehen das, was wir früher das Selbst gemacht haben, jetzt nicht als ein Ding, sondern als einen Prozess. Gut, das würde bedeuten, früher haben Philosophen angenommen, der Mensch besäße ein Selbst und versucht herauszufinden, was dieses Selbst eigentlich sein könnte. Heute können wir unter anderem durch die Hilfe der Hirnforschung feststellen, wie dieses Selbst im Gehirn erzeugt wird, wie das Gehirn sich ein Selbst bildet, sich sozusagen ein Bild von sich selbst macht. Das wäre die wissenschaftliche Revolution. Wissen wir damit etwas, was wir vorher nicht gewusst haben? Wir wissen es auf eine neue und andere Art. Und viele Philosophen haben das natürlich schon gesagt. Also David Hume hat gesagt, dass es sowas wie ein Selbst nicht gibt. Aber auch die Buddhisten hatten vor 2500 Jahren natürlich diesen ganzen Punkt schon entwickelt. Wir wissen es nur genauer und wir wissen es auf eine andere Art. Die Theorien des Selbstbewusstseins sind jetzt im Gegensatz zum deutschen Idealismus zum Beispiel immer besser in empirischen Daten verankert. Und das ist ein Fortschritt. Es ist aber ein gradueller Fortschritt und vielleicht keine Revolution, keine Umwälzung in dem eigentlichen Sinne. Das heißt, die Geschichte der Philosophie ist auch nicht eine aufsteigende Linie. Wenn David Hume, der bedeutendste britische Philosoph des 18. Jahrhunderts, ein Schotte, im Jahre 1738 seinen Traktat über die menschliche Natur schreibt, dann hat er kein sehr idealistisches Konzept vom Menschen, sondern er hat ein sehr materielles Konzept vom Menschen. Also relativ ähnlich wie das, was Sie heute auch sagen. Er sagt einerseits, es gibt kein Ich
Und er sagt noch etwas Zweites, was in diesem Zusammenhang wahrscheinlich sehr wichtig ist. Er sagt, dass die Vernunft des Menschen überschätzt würde. Er sagt, dass die Emotionen normalerweise handlungsleitend sind. Ich tue das, was die Gefühle mir vorgeben, und der Verstand ist eigentlich nur eine Art Marketingabteilung, die im Nachhinein rechtfertigt, was die Gefühle vorher entschieden haben. Und das Ich ist eigentlich auch eher ein gefühlter Zustand als ein wirklich gewusster Zustand. Würden Sie das unterschreiben? Ja, natürlich. Also wir suchen zum Beispiel in meiner Zusammenarbeit mit Hirnforschern nach dem einfachsten Gefühl, dem einfachsten Form des Ich-Gefühls. Und das hat damit zu tun, dass man sich mit einem Körperbild identifiziert, dass man sich an einem Ort im Raum fühlt und eine einfache Perspektive einnimmt. Das heißt, der Körper und das Bild des Körpers im Gehirn spielt eine ganz wichtige Rolle. Aber das haben zum Beispiel auch schon Philosophen gesagt. Aristoteles hat gesagt, die Seele ist die Form des Leibes. Aristoteles war auch Naturalist. Er hat gesagt, die geht beim Tod mit dem Leib zugrunde. Spinoza hat gesagt, dass die Seele die Vorstellung ist, die der Körper sich von sich selbst macht. Das heißt, die Idee, die auch schon viele Philosophen gehabt haben, ist, dass dieses innere geistige Selbst zuerst mal daraus entstanden ist in der Evolution, dass Lebewesen einen Körper hatten, den sie bewegen und kontrollieren muss. Wir können ja davon ausgehen, wenn die Hirnforschung heute sagt, das Ich wird in verschiedenen Hirnarealen erzeugt und auch verschiedene Formen von Ich werden dort erzeugt, dass es einige Ich-Zustände gibt, die teilen wir mit den Tieren. Das heißt, ein Hund weiß auch, dass er sich in diesem Moment an diesem Ort befindet und irgendwo anders selbst. Vielleicht ist es falsch zu sagen, er weiß das, er spürt das. Das heißt, wir haben ein Körper-Ich, wo wir genau spüren, Sie sitzen auf dieser Seite, ich sitze auf dieser Seite. Wir haben ein autobiografisches Ich, das die Tiere vielleicht in der gleichen Form wie der Mensch nicht haben. Sie wissen, dass Sie Thomas Metzinger sind und 1958 geboren sind. Solche Kenntnisse haben die Hunde wahrscheinlich in vergleichbarer Form nicht. Und aus all diesen verschiedenen Ich-Zuständen, das Ich als Erlebnissubjekt, das Ich als Körper-Ich, das Ich als autobiografisches Ich, alles das setzen wir zusammen zu einem Bild von unserem Ich. Genau. Und alles das wird materiell erzeugt durch elektrochemische Vorgänge im Gehirn, in bestimmten Hirnarealen. Nein. Wo bleibt der Platz für das Spirituelle? Also nur das bewusste Erleben wird lokal im Gehirn erzeugt. Also Sie haben sehr viele, sehr wichtige Punkte genannt eben. Das menschliche Selbstbewusstsein, das Ich-Gefühl, hat natürlich nicht nur neuronale Korrelate, sondern auch soziale Korrelate. Es gibt ganz viele Formen des Selbstbewusstseins, die können wir nur als Menschen im Miteinander haben. Wir wissen nur, wer wir selber sind, weil wir wissen, wer wir nicht sind. Indem wir uns spiegeln in anderen, indem wir uns immer wieder abgrenzen. Wir definieren unser Ich über das Bild, das andere von uns haben, über die Blicke, die andere uns zuwerfen. Und, das fand ich auch noch einen wichtigen Punkt eben, wir tun das mit Begriffen. Also der Hund hat vielleicht eine Innenperspektive, aber Sie und ich, wir haben ja solche Begriffe wie die Innenperspektive oder Person, und wir können diese Begriffe, während wir miteinander reden, auf uns selbst anwenden. Also vielleicht, Sie haben bestimmt recht, das hatten Sie eben auch erwähnt, die Forschung zeigt, dass wir weniger rationale Wesen sind, als die Philosophen es gerne glauben wollten, häufig. Trotzdem kann ich Sie als Person ernst nehmen. Wir können uns sozusagen in den Blick nehmen. Und ich denke mir, na, diesen Precht, den nehme ich jetzt mal als ein rationales Individuum ernst, als eine Person. Und dadurch entsteht zwischen uns eine Ebene, die Tiere wirklich überhaupt nicht haben. Das heißt, Begriffe. Ja. Und gesellschaftliche Interaktionen spielen für das menschliche Selbstbewusstsein eine ganz große Rolle. Also zentral für das soziale Schach, das Menschen miteinander spielen, ist, dass sie Absichten an anderen Menschen wahrnehmen, Absichten interpretieren und auf diese Absichten reagieren. Das können vielleicht Menschen, Affen noch in bestimmter Hinsicht, aber ab einem bestimmten Abstraktionsgrad funktioniert dieses Spiel nicht mehr. Das heißt, das normale soziale Schach im menschlichen Leben besteht darin, dass ich bestimmte Erwartungen zum Beispiel an andere Menschen habe. Wir würden sagen, vielleicht können Menschen, Affen das auch. Die haben auch bestimmte Erwartungen, ob sie vom Futter was abkriegen oder nicht abkriegen. Aber wir bilden uns ja noch Erwartungen davon, was der andere wohl erwartet, was wir glauben, was er tut. Das heißt, wir bilden uns Erwartungserwartungen. Und auf dieser Komplexitätsebene spielen wir ein soziales Schach, das Tieren irgendwann ab einem bestimmten Abstraktionsgrad nicht mehr möglich ist. Und das hat Folgen für unser Ich. Genau, der Unterschied, der interessante Unterschied zwischen dem Schimpansen und dem Menschen ist nicht, dass wir nur 1 bis 2% genetisch verschieden sind, sondern es scheint entscheidende Unterschiede in der Evolution der Selbstmodelle zu geben zwischen uns. Schach spielen können viele. Was ganz anderes ist,
Schach zu spielen und zu wissen, dass man jetzt Schach spielt. Und was noch komplexeres ist, Schach zu spielen, zu wissen, dass man Schach spielt und die Regeln zu kennen im Geist. Und dann auch noch zu wissen, dass der Gegner all das auch hat. Diese komplexe Architektur im Geist, die haben sich ja nur wir. Und man sieht ja, zu was für schrecklichen Folgen das auf diesem Planeten geführt hat. Jetzt gibt es natürlich die spannende Frage, auch für Theologen, spannende Frage, warum ist das so? Also warum hat sich die menschliche Intelligenz zu diesen schwindelerregenden Höhen aufgeschwungen? Einerseits ist der Mensch mit Abstand das intelligenteste Tier. Auf der anderen Seite hat er seine Intelligenz auch in der Philosophiegeschichte mehr als 2000 Jahre lang dramatisch überschätzt, indem er das Gefühl hatte, aufgrund seiner Intelligenz könnte er die Wahrheit erkennen oder er könne die Wirklichkeit erkennen. Heute wissen wir, der Mensch ist zwar unglaublich intelligent, aber aufgrund seiner Sinne doch auch sehr eingeschränkt. In Ihrem Buch Der Ego-Tunnel beschreiben Sie das. Sie beschreiben das Dilemma, das darin besteht, dass der Mensch ja als Sinnenwesen nur bestimmte Dinge sehen kann, nur bestimmte Dinge hören kann, bestimmte Dinge fühlen kann. Und das, was wir sinnlich nicht wahrnehmen können, das können wir auch nicht verarbeiten und daraus können wir auch nichts machen. Und insofern sagen Sie, seien wir eigentlich Höhlenbewohner, nämlich gefangen durch die Möglichkeiten, die unsere Sinne uns bereitstellen. Wir haben kein elektromagnetisches Wahrnehmungssystem. Wir können nicht so gut gucken wie Adler. Wir haben kein Seitenliniensystem wie die Fische. Das heißt, große Dimensionen der Wirklichkeit bleiben uns verborgen. Aber auf der anderen Seite haben wir diese hochgezüchtete innere Intelligenz. Ja. Warum hat die Evolution beim Menschen diese enorme Intelligenz vorangetrieben? Also wenn man so fragt, warum hat die Evolution das getan, dann denkt man, sie wäre eine Person, die Ziele verfolgt hat. Und das, was so unglaublich schwer zu verstehen ist, weil es so unseren Intuitionen zuwiderläuft, ist, dass die Evolution kein Ziel hatte. Und die kannte keine zukünftigen Zustände. Die hat sich in kleinen Schritten weiterentwickelt. Und das ist übrigens auch einer der vielen neuen Aspekte am Bild des Menschen jetzt. Die Zufälligkeit unserer geistigen Konstitution auch. Es ist eben nicht nur so, wie Sie gerade gesagt haben, dass unser bewusstes Wirklichkeitsmodell, in dem wir leben und das wir gar nicht als ein Modell erkennen, das wir total immer für Realität nehmen, so selektiv ist. Ein anderes Problem ist zum Beispiel, dass unsere Handlungen und Absichten letztlich durch die Emotionen gesteuert werden. Also wenn man will, dass Menschen... Was David Hume eben schon erkannt hatte. Es gibt einen Unterschied zwischen Gründen und Beweggründen. Und das, was Menschen wirklich dazu bringt, tatsächlich zu handeln, sind Gefühle. Und ein Problem, das wir haben, ist, dass wir eine sehr entwickelte Philosophiewissenschaft haben. Wir haben sehr viel intellektuelle Einsichten. Wir befinden uns in einer extrem schwierigen Situation auf dem Planeten im Moment. Wesentlich dramatischer, als die meisten Leute wahrhaben wollen. Und wir können es nicht schaffen, diese intellektuellen Einsichten, die wir längst haben, sagen wir mal über das Klima oder darüber, dass wir eine globale Solidarität bräuchten, handlungswirksam zu machen. Gibt es dafür nicht eigentlich einen ganz schlichten Grund? Das der Mensch ist die Struktur des emotionalen Selbstmodells. Ja, es ist auch vielleicht, hat es in der Evolution ja zunächst einmal damit zu tun, dass Menschen evolutionär auf einen Nahhorizont ausgerichtet sind. Wir wissen nicht genau, wie unsere Vorfahren gelebt haben, aber wir wissen, dass Schimpansengruppen etwa 40 bis 80 Mitglieder haben. Ja, Zwergschimpansen, Bonobos ebenfalls, das sind unsere beiden nächsten Verwandten. Von da aus können wir schließen, dass Menschen möglicherweise zur Zeit der Australopithecinen vor 3 Millionen Jahren in solchen Gruppen von 60, 80 Tieren zusammengelebt haben. Und genau für diese 60, 80 Tiere reicht die Reichweite ihrer Emotionen und auch nur auf diese bezieht sich das soziale Schach. Das hätten wir ja im Grunde genommen heute noch genauso, wo wir sagen, die wichtigsten Menschen in Bezug auf Erwartungen und Erwartungserwartungen sind die Menschen, die uns nahestehen. Unsere Familie, unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Arbeitskollegen, also Menschen, die uns entweder freiwillig nahestehen, wie unsere Freunde, oder Menschen, die uns unfreiwillig nahestehen müssen, wie unsere Verwandten oder unsere Arbeitskollegen. Und auf diesen Horizont ist unsere ganze Emotionalität ausgerichtet. Wir haben aber heute Konflikte in der Welt, Klimaerwärmung, Kriege und dergleichen mehr, die eigentlich eine Abstraktionskraft und ein Verantwortungsgefühl für die Menschheit verlangen, das überhaupt nicht in unserer Natur angelegt ist. Gibt es aus diesem Dilemma überhaupt eine Lösung? Das eigentlich, darauf wollte ich hinaus, eben, Sie haben das sehr schön erklärt, das eigentlich Dramatische an der jetzigen Situation ist, dass viele von uns genau das, was Sie eben erklärt haben, schon vollständig verstanden haben. Wir können darüber reden, wir können es wissenschaftlich erforschen, aber es hilft uns
einfach nichts in der Situation, der völlig chaotischen Situation auf diesem Planeten. Wir wissen nicht, was daraus folgt, weil ich bin natürlich ein altmodischer Philosoph. Ich denke, politische Entscheidungen sollten mit Argumenten und Daten im öffentlichen Raum herbeigeführt werden. Wenn man jetzt sagt, das Problem besteht aber darin, das Verhalten von Milliarden von Menschen schnell zu ändern, sonst laufen wir in eine Katastrophe, dann wäre ja die Antwort, das geht nur, wenn man Emotionen kontrolliert, eben die Beweggründe. Wir wissen ja schon alles, die Argumente liegen ja schon längst auf dem Tisch, aber wir kommen nicht aus unseren evolutionär gewachsenen Verdrängungsstrategien heraus. Wir können an unserem emotionalen Selbstmodell, das uns so egoistisch macht und nur in Kleingruppen wirklich solidarisch, nicht rauswachsen in der Geschwindigkeit, in der es notwendig wäre. Und das ist wirklich etwas, was tragikomisch ist, dass Sie mir das erklären können. Wir verstehen es, die Zuschauer verstehen es auch. Aber wir wissen nicht, wie wir uns retten sollen, indem wir es schaffen, dass viele Menschen ihre Verhaltensstrukturen ändern. Aber bestehen nicht viele Menschen aus vielen Kleingruppen? Also wenn, man kann ja Gesellschaften relativ gut danach unterscheiden, wie hoch das moralische Niveau ist. Und wir könnten sagen, dass insgesamt das moralische Niveau in einer Wohlstandsgesellschaft mit einer breiten Mittelschicht, wie in der Schweiz oder wie in Deutschland, höher ausgeprägt ist als zum Beispiel in vielen Schwellenländern oder in vielen Entwicklungsländern. Das heißt, in Ländern mit breiter Mittelschicht ist der soziale Frieden meistens wesentlich stabiler, als wenn sie eine Gesellschaft haben, die nur aus Unterschicht und Oberschicht besteht. Daraus könnte man des Weiteren schließen, wenn es gelingt, moralische Milieus, also moralische Kleingruppen zu stabilisieren, den Solidaritätsgedanken vieler Kleingruppen nebeneinander zu legen und sich auf gemeinsame Ziele zu einigen, dann könnte man das moralische Klima in einer Gesellschaft doch tatsächlich verbessern. Das heißt, ein schöner Gedanke. Die große Veränderung müsste durch viele solidarische Kleingruppen erzeugt werden, weil der reine Appell ja nichts nützt. Wenn wir sagen, die Menschheit muss lernen, vernünftiger zu werden, dann würden wir sofort sagen, der Menschheit sind wir nicht verpflichtet, sondern eben nur den uns nahestehenden Menschen. Und eine Frage der Vernunft ist es, wie wir vorhin gesehen haben, ja auch nicht allein, sondern es ist auch eine Frage, ob diese Vernunft von uns gefühlt wird oder nicht gefühlt wird. Und wir fühlen vor allen Dingen in unserem nahen Umfeld und in der Ferne fühlen wir meistens relativ wenig. Das merken Sie ja schon daran, wenn ein Flugzeug abstürzt, und es sind Deutsche oder Schweizer unter den Toten, dann ist das wichtig. Ja, und wenn es in Turkmenistan abstürzt und es sind Turkmenen an Bord, dann sind das Auslandsnachrichten. Das heißt, wir machen ja einen großen Unterschied, ob wir das Gefühl haben, es ist eine Gruppe, mit der wir uns irgendwie solidarisieren können, oder wir können es nicht. Aber die Summe vieler solidaritätsfähiger Gruppen kann doch ein soziales Klima verbessern. Ich würde Ihnen das wirklich gerne glauben, aber ich muss leider da doch eher die Rolle des Pessimisten spielen. Wodurch wird zum Beispiel die ethische Integrität, die in Teilen der Schweizer oder deutschen Gesellschaft möglich ist, überhaupt erzeugt? Natürlich durch die Ausbeutung der dritten Welt. Wodurch ist der Lebensstandard bei uns in diesen Wohlstandsfestungen so hoch, dass sich manche Leute so ein paar ethische Attitüden leisten können? Das ist doch nur deswegen so, weil wir das Proletariat zum Beispiel nach außen verlagert haben in die dritte Welt und sehr geschickt und unsichtbar das organisiert haben, diese kleinen Freiräume. Und es gibt noch zwei weitere Probleme. Also erstens mal gibt es ja eine Industrie, zum Beispiel die organisierten Religionen, die Verdrängung von Tatsachen organisieren. Ja, also die sozusagen gegen Einsicht und Erkenntnisfortschritt auch in diesem Bereich sind, wenn er Naturalismus mit sich bringt. Und zweitens gibt es ein Thema, das mich seit einiger Zeit besonders zu interessieren beginnt, ein ganz neues Thema. Es gibt eine Evolution der Selbsttäuschung. Wir haben immer das Gefühl, die Evolution hätte dazu geführt, dass unser Geist immer besser wird, unsere Wahrnehmungen immer genauer. Das ist aber, wie sich jetzt zeigt, falsch. Die Evolution hat auch ganz systematische Täuschungen in uns eingebaut. Also zum Beispiel alle Autofahrer denken, dass sie überdurchschnittlich gute Autofahrer sind, auch wenn sie 4 schwere Unfälle gehabt haben. Alle Eltern nehmen ihre eigenen Kinder ganz direkt als überdurchschnittlich süß und intelligent wahr. Da gibt es hunderte von Befunden, dass wir solche bestimmten positiven Illusionen haben über unsere eigene Attraktivität, aber natürlich auch zum Beispiel über unsere Sterblichkeit. Und diese Mechanismen sind auch in uns hier, beginnen sie jetzt zu verstehen. Diese Mechanismen sind ja zu einem großen Teil auch heilsam.
Ja, also die Tatsache, dass alle Eltern ihre Kinder süß finden, egal wie die aussehen, ist ja eine sehr, sehr schöne Täuschung. Denn wenn wir die nicht hätten, dann würde es dann vielleicht an der elterlichen Liebe stärker mangeln und das wäre für diese Kinder wiederum schlecht. Das heißt, die Möglichkeit, uns selber auszutricksen, sehr, sehr subjektive Bewertungslinien einzuziehen, zu verdrängen, uns so zu vergleichen, dass wir relativ gut dabei wegkommen. Alles das ist wahrscheinlich ein sehr tiefes Bedürfnis unseres Gehirns, weil wir diesen Zustand nicht ertragen würden, wenn wir mit uns selber nicht im Reinen sind. Also wenn wir das, was die Sozialpsychologen eine kognitive Dissonanz erleben, das heißt, mit sich selbst nicht im Reinen zu sein, das haben wir nicht gerne. Und deswegen machen wir uns Illusionen. Bis zum gewissen Teil ist das gut. Selbst die dümmsten Menschen halten sich nicht selbst für dumm. Und es ist relativ gut, dass es so ist. Weil sie nicht damit umgehen könnten, wenn sie sich tatsächlich objektiv für dumm halten würden. Na, das ist eben falsch. Es gilt nur für manche dieser evolutionär entstandenen Illusionen, dass sie so eine selbsterfüllende Prophezeiung sind und uns helfen. Viele sind in der modernen Umwelt, die wir jetzt haben, wirklich gefährlich für uns. Und ich würde, also ich sympathisiere sehr mit dieser Grassroots-Evolution, Revolution von unten-Idee. Aber man muss eben auch sehen, dass die Kohärenz, der Zusammenhalt in einzelnen Kleingruppen nur erzeugt werden kann, wenn es eine Abgrenzung gegen eine Außengruppe gibt. Die Spießer oder die Verdränger oder die, die nicht an, an die Klimakatastrophe denken. Empirische Forschung zeigt auch, wenn der Außendruck durch Feinde nachlässt, dann sinkt auch der Zusammenhalt in einem Stamm und einer Gruppe sofort auch wieder ab und die inneren Streitigkeiten beginnen. Also das Beste, was der Menschheit passieren könnte, wäre, wenn wir jetzt auf einmal Außerirdische entdecken würden und nicht wüssten, ob die uns wohlgesonnen sind. Dann wären wir alle solidarisch. Dann könnten wir diese globale Solidarität vielleicht leisten. Sonst ist es immer in dem Moment, wo die Bedrohung weg ist, zerfällt dieser dauernde Wettbewerb in kleinen Gruppen im Inneren. Es tut mir einfach leid. Ich suche auch einen Weg in den Optimismus. Ich kenne die Theorie, die Sie gerade referiert haben, die im Santa Fe-Institut entwickelt worden ist, in Arizona. Aber ich zweifle daran, dass es stimmt. Okay. Ich glaube, dass es relativ starke solidarische Gemeinschaften gibt, die keinen starken Feindesdruck ausgesetzt sind. Nehmen wir zum Beispiel die Schweiz. Ja, die Schweiz im Augenblick hat zwar die Ausländerfeindlichkeit wieder neu entdeckt, aber grundsätzlich gesehen existiert die Schweiz seit sehr, sehr langer Zeit eigentlich ohne Feinde zu haben, als eine sehr solidarische Gemeinschaft. Und nicht allein aufgrund der Ausbeutung der Dritten Welt, selbst wenn das ein Faktor ist. Ich glaube, dass diese Theorie, dass ein Zusammenhalt nach innen nur dann funktioniert, wenn es nach außen Feinde gibt, so verabsolutiert nicht der Natur des Menschen entspricht, sondern ein Produkt bestimmter kultureller Umstände ist. Das heißt, dass es Umstände gibt, in denen das so ist, in denen man Sündenböcke braucht, in denen man sich abgrenzen muss. Dass es aber auch Situationen gibt, wo man so privilegiert lebt, dass man nicht zwingend Feinde braucht, um sich untereinander zu vertragen. Ich glaube, dass diese Logik, die erstellt wird, nicht zwingend ist. Naheliegend, aber nicht zwingend. Das ist aber doch jetzt wirklich, wir werden das jetzt wissenschaftlich nicht klären können in dieser Sendung, aber das ist doch wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass wir heute eine Philosophie brauchen, die empirisch informiert ist, weil das eben genau die wichtigen, entscheidenden Fragen sind und weil wir dafür eben Philosophen brauchen, die zum Beispiel diese empirischen Forschungen, die Sie eben genannt haben, auch wirklich erkennen und zur Kenntnis nehmen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich selbst, ich komme ja aus der Frankfurter Schule, aus der linksalternativen Bewegung der 70er Jahre, warum ich in die analytische Philosophie des Geistes und auch in die Kognitionswissenschaft so tief reingegangen bin, weil es mir darum ging, zu verstehen, was sind die tieferen Ursachen. Ja, immer nur über Gesellschaftssysteme zu theoretisieren, das ist einfach auf einer bestimmten Ebene sehr oberflächlich. Die Frage ist, was sind die Bedingungen der Möglichkeit auf der Ebene des menschlichen Geistes, die das alles entstehen lassen? Und ich glaube, da hat Neurokognitionswissenschaft und moderne Philosophie des Geistes wirklich einen Beitrag zu leisten. Ich finde das, was Sie in diesem Bereich leisten, auch unglaublich spannend. Frage mich aber, warum folgen so wenig Kollegen Ihrem Beispiel? Warum ist die empirische Forschung, also das sind die Erkenntnisse der Soziologen oder der Sozialpsychologen, warum ist die naturwissenschaftliche Forschung, die sich mit der Natur des Menschen beschäftigt, allen voran die Hirnforschung, aber auch die Paläoanthropologie und die Evolutionstheorie, kein Pflichtprogramm an deutschen Universitäten, wenn sie sich zum Philosophen ausbilden lassen? Müssen sie das nicht alles wissen, wenn sie vernünftig über den Menschen nachdenken wollen?
Man kann das nicht alles wissen. Sie werden mich jetzt nicht dazu bekommen, dass ich meine Kollegen hier öffentlich mit Schmutz beschmeiße, aber nur zwei Sachen. Also es gibt sehr viele sehr gute junge Leute, die Sie überhaupt nicht kennen, die für Sie völlig unsichtbar sind. Leute, die jünger sind als wir und die das echte Interdisziplinarität schon längst leben und auf ihre Fahnen geschrieben haben. Es gibt sehr gute, unbekannte junge Philosophen. Aber weniger Ausbildungswege dafür finden an Universitäten, oder? Ja, sicher. Das System selbst ist noch nicht sehr flexibel. Das ist auch ein Problem. Also die einzigen beiden Leute, die ich bis jetzt zu Professoren gemacht habe, die sind in Toronto und in Tokio. Also die Frage ist, ob diese neue Generation, die jetzt ranwächst, ob die in Europa auch Stellen bekommen wird, weil es ist einfach auch ein Kampf um Ressourcen. Es hat einfach auch mit Belohnungsstrukturen im akademischen System zu tun. Wenn ich mein Leben lang, wenn ich eine bestimmte historische Epoche in der Philosophie auswendig lerne, damit kann ich, wenn ich anständig arbeite, mit 35 fertig sein. Wenn ich damit mein akademisches Leben bestreiten kann, dann ist das einfach viel, viel leichter. Dann rede ich immer über Kant und Hegel. Genau, wenn Sie sich also mit dem deutschen Idealismus, mit Kant und Hegel beschäftigt haben und vielleicht noch irgendwelche unbekannten Briefe ediert haben und alle Fußnoten kennen und dergleichen mehr, dann haben Sie einfacher Professor zu werden, als wenn Sie sich mit solchen komplizierten, interdisziplinären Fragen auseinandersetzen, wie unser Bewusstsein funktioniert. Und es ist wichtig, dass Leute so etwas tun. Wir brauchen solche Gelehrten. Ja, das ist wichtig. Es ist nur so ernsthaft und nicht nur vorgetäuscht, interdisziplinär zu arbeiten als junge Philosophin oder Philosoph, ist stressig. Man muss ja dann dauernd Sachen verstehen aus einer anderen Disziplin, die man nicht richtig studiert hat. Das steht nie still. Also ich könnte alleine in der Philosophie die Literatur über mein engeres Forschungsthema Bewusstsein und Selbstbewusstsein explodiert. Ich könnte noch nicht mal in der aktuellen Philosophie ein Fachmann sein, der dauernd am Ball ist. Wenn ich jetzt noch nur in diesem engen Bereich die Neurowissenschaft zur Kenntnis nehmen will, dann ist das ein dauernder Lern- und Rezeptionsdruck über die gesamte akademische Karriere. Und früher war ja das Bild des Philosophen als jemand, der Spezialist fürs Allgemeine ist, der die Gedanken seiner Zeit zusammenfassen und synthetisieren kann. Und das ist heute einfach nicht mehr möglich, wegen der Flut der neuen Erkenntnisse. Die erzwingt eine Spezialisierung. Das ist ein Problem. Aber ist nicht die enorme Spezialisierung der Philosophie, auch wenn sie sehr verständlich ist, insofern ein Fluch, als dass sie dazu beigetragen hat, dass Philosophen in den öffentlichen Debatten sich fast nicht mehr zu Wort melden, weil sie für viele gegenwärtige Probleme nicht mehr ausgebildet worden sind, sondern nur tatsächlich Spezialisten sind, entweder für eine historische Epoche oder für eine bestimmte Art zu denken? Ja, Sie haben recht. Das ist ein Problem, das Sie da benennen. Das hat aber noch mindestens einen anderen Aspekt. Im angelsächsischen Bereich gibt es diesen Begriff des Public Understanding of Science. Und da könnte man sagen, zum Beispiel, wenn angenommen, Sie würden sich auf eine Professur bewerben, dann könnte man in der Berufungskommission sagen, der Precht hat Großes geleistet bei der Kommunikation, bei der Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Gesellschaft als Ganze. Das ist eine Leistung. In Deutschland wäre das zum Beispiel häufig noch umgekehrt. Da würde man sagen, oh mein Gott, das ist jemand, der mit den Medien geredet hat. Da braucht man nur sagen, ist ein Popularisator, ein Satz, sind Sie draußen. Das heißt, wir haben ja auf dem Kontinent, auch in Frankreich ganz stark, zum Beispiel eine sehr starke Einstellung, mit den Medien redet man nicht. Was interessieren uns die normalen Leute, die die Steuern erarbeiten, von denen wir leben? Wir sind so ein Elitezirkel. Und was auch verändert werden muss, ist, dass die Forscher selbst die Öffentlichkeit über das informieren, was sie interessant finden oder auch gefährlich an dem, was gerade passiert. Wir brauchen da eine neue Kultur. Das ist in Amerika und England schon besser. Wollen wir das mal ganz konkret machen, weil Sie gerade gesagt haben, was gefährlich ist. Wir haben jetzt über relativ abstrakte Dinge gesprochen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie unser Bewusstsein Wirklichkeit repräsentiert und ein Ich herausbildet. Und wenn wir über das Thema Philosophie und Hirnforschung sprechen, dann haben Philosophen ja nicht nur die Möglichkeit, Erkenntnisse der Hirnforschung zu interpretieren, sondern auch zu antizipieren. Das heißt, sich Gedanken darüber zu machen, was könnten die Gefahren der Hirnforschung in der gegenwärtigen und in der zukünftigen Gesellschaft sein. Die Hirnforschung ist in vieler Hinsicht ein Segen, auch in medizinischer Hinsicht, in erkenntnistheoretischer Hinsicht, aber sie birgt auch sehr viele Gefahren. Und vor denen haben Sie gewarnt. Welche Gefahren sehen Sie?
Nun, erstmal ist es so, auf der einfachen Ebene, dass viele neue Technologien entstehen. Das heißt, irgendwann wird Wissen immer umgesetzt, zum Beispiel in neue Medikamente, die uns wach und schlau machen sollen und die dann auch bei Gesunden eingesetzt werden sollen. Oder dass es neue Lügendetektoren gibt, denen sich niemand mehr widersetzen kann. Oder neue militärische Anwendungen des Wissens aus der Hirnforschung, zum Beispiel auch beim Bau von Robotern und so weiter. Das heißt, wenn wir das tun, wenn wir aus einem Ressentiment heraus einfach verdrängen, was da auf uns zukommt, dann wird der Erkenntnisfortschritt in Form von neuen Technologien, sagen wir mal in Form von neuen illegalen Drogen oder sowas, auf einmal in unserer Lebenswelt wieder auftauchen. Man kann dem nicht entgehen. Ja? Wenn man es lange genug verdrängt, dann kommt es halt in Form von konkreten neuen Handlungsmöglichkeiten auf uns zu, neuen Technologien, Eingriffen, die am Gehirn möglich werden. Und dadurch entstehen neue Probleme für die angewandte Ethik zum Beispiel. Das Aber ich möchte noch mal einen Punkt hervorheben. Das hat mir gut gefallen, dass Sie eben gesagt haben, Geisteswissenschaften oder Philosophie sollen nicht nur so kommentierend da, so wie Embedded Journalists im Irakkrieg dabei nebenherlaufen und artig sagen, was das alles begrifflich bedeutet. Ich würde mir zum Beispiel eine Philosophie auch wünschen, die selbst den empirischen Wissenschaften Erkenntnisziele vorgibt. Das heißt, die sagt, das ist interessant, jetzt mach doch mal das und nicht nur das. Ja, also, dass es da eine wirklich produktive Zusammenarbeit gibt, die in beide Richtungen läuft zwischen Philosophie und Hirnforschung. Wäre es nicht auch zum Beispiel die Aufgabe, eine Art Ethikkatalog zu erstellen mit einer gewissen Verbindlichkeit über das, was wir aus philosophischer Sicht für gute und schlechte Forschungsziele halten, für das, was wir auf gar keinen Fall wollen, dass man zum Beispiel bestimmte Erkenntnisse der Hirnforschung definitiv nicht militärisch anwendet, dass sich die Staaten darauf verpflichten? Müssten da Philosophen nicht zusammenarbeiten? Ist das nicht ein großes Aufgabenfeld? Ja, es ist eine wichtige und gute Idee, aber man muss auch realistisch bleiben. Was immer Menschen entdecken, wird irgendwo in der Welt von Polizei und Geheimdiensten ausprobiert werden, auch in Staaten, die nicht demokratisch legitimiert sind. Man muss so einen Katalog vielleicht aufbauen, aber man muss immer auch sehen, es wird geschehen, es wird irgendwo gemacht werden. Ich hoffe, dass der BND zum Beispiel gut parlamentarisch kontrolliert ist. Ich glaube nicht, dass der amerikanische Geheimdienst durch das amerikanische Volk irgendwie kontrolliert ist. Aber man könnte im Rahmen der Möglichkeiten versuchen, dass nicht dieselbe Situation auftritt, wie wir sie in der Stammzellforschung zum Beispiel haben, dass die Philosophie eigentlich der jeweiligen Entwicklung immer hinterherhinkt. Mhm. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Genau. Und dann wird eine Ethikkommission einberufen, die also mit diesen Möglichkeiten konfrontiert ist. Dabei könnte man diese Möglichkeiten zum Teil vorher schon Jahrzehnte vorher sehen, dass sie in diese oder in diese Richtung kommen würden, ohne dass Philosophen sich allzu große Gedanken darüber gemacht haben. Von wenigen Ausnahmen abgesehen haben sich auch sehr wenige deutsche Philosophen mit der Frage der Stammzellforschung überhaupt auseinandergesetzt. Das sind die üblichen 5 oder 10, die das machen und die dann auch in den Ethikräten sitzen. Ja. Aber wenn man vergleicht, wie viele Menschen in Deutschland sich mit Kant auseinandersetzen und wie viel sich mit bioethischen Problemen auseinandersetzen, dann haben wir ein enormes Ungleichgewicht. Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, wir brauchen diese Fachleute, gerade auch für die Ausbildung des akademischen Nachwuchses. Aber die Relation, das Gewichtungsverhältnis zwischen jenen Philosophen, die Altbausanierung im Bereich des Geistes betreiben und denjenigen, die sich mit neuen Städten beschäftigen, ist doch definitiv ungleichgewichtig. Oder sehen Sie das anders? Nein, das ist schon meine Wahrnehmung, weil ich auch seit 30 Jahren sowas versuche zu fördern und zu kultivieren. Aber noch einmal, es gibt sehr viele gute junge Leute. Es gibt jetzt in der aktuellen Philosophie schon so ein bisschen was wie eine Volksbewegung. Das beginnt mich langsam zu ärgern, weil ich dann junge Philosophen sehe, die haben auf einmal ein Bild vom Gehirn in ihrem Vortrag und es hat rein dekorative Zwecke, weil die schon das Gefühl haben, sowas muss man heute haben. Ja, so darf es natürlich auch nicht werden. Also wir brauchen wirklich kritische Beiträge dazu. Und trotzdem, also ich will auch noch mal die Kollegen in Schutz nehmen. Die Philosophie ist eben ein Fach, das eine sehr lange Geschichte hat, im Gegensatz zur Physik. Und wir brauchen Experten für diese Geschichte. Und da muss auch etwas gepflegt und bewahrt werden. Das ist nicht alles falsch. An der Pflege habe ich ja gar keinen Zweifel. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Studenten durch entsprechende Fachleute ausbilden lassen. Die Frage ist nur nach der Gewichtung. Das heißt, brauchen wir nicht viel mehr Philosophen, die sich tatsächlich mit den aktuellen ethischen Problemen der Gegenwart beschäftigen, die so etwas machen wie Sie? Sie haben mal den schönen Begriff Anthropologie-Folgenabschätzung geprägt. Ja. Das heißt, sich die Frage gestellt, wir müssen nicht nur Technik-Folgenabschätzung machen,
sondern wir müssen uns auch fragen, durch die Hirnforschung verändert sich unser Menschenbild, möglicherweise unser Weltbild. Mhm. Was bedeutet das für eine Kultur, wenn ein Menschenbild sich auf so dramatische Art und Weise verändert? Ja. Brauchen wir nicht Menschen, die sich professionell mit Anthropologie, Folgenabschätzung beschäftigen? Und haben wir davon nicht einfach zu wenig? Ja, also Sie sind jetzt von den Detailproblemen, sagen wir mal Cognitive Enhancer, neue Möglichkeiten, das Gehirn zu manipulieren, an das ganz andere Ende des Spektrums gegangen. Was passiert mit unserer Kultur in dieser historischen Übergangsphase? Es ist ganz klar, wir werden sehr viel gewinnen. Da kommt auch sehr viel Gutes auf uns zu. Man muss da nicht eine defensive Einstellung haben. Aber wir werden einen Preis zahlen. Und ich will das mal konkret machen. Ich könnte mir zwei Sachen vorstellen. Wenn die Hirnforschung jetzt den Mythos des Bewusstseins und des Selbstbewusstseins sozusagen endgültig entzaubert, die religiösen Menschenbilder empirisch sind sie nach meiner Ansicht jetzt heute schon falsifiziert und nicht mehr haltbar. Ich kann mir zwei große Reaktionen vorstellen. Eine wäre, dass auch in aufgeklärten Gesellschaften wie unseren eine Flucht in den Fundamentalismus wieder auftritt. Sozusagen eine Art Trotz- und Angstbewegung. Ja, dass die Leute sagen, das ist mir alles zu viel, worüber dieser Precht und dieser Metzinger, die alle da in den Talkshows reden. Ich will ein einfaches, geschlossenes Weltbild, mit dem ich leben kann, und das suche ich mir jetzt. Ich blende diese Erkenntnisfortschritte aus. Eine andere Möglichkeit wäre, dass sich ein Vulgärmaterialismus in der Gesellschaft ausbreitet. Dass halt Leute sagen, na, ich verstehe das nicht, worüber diese komischen Hirnforscher und Philosophen da so alle immer reden. Aber ist doch irgendwie klar. Ist ein kaltes, leeres Universum. Wir sind Tiere, die da entstanden sind. Wir folgen dem Trieb unserer Gene. Haben keine unsterbliche Seele. Nach 70 Jahren fällt der Vorhang. Und ich werde mich schon darauf einstellen in meinem Leben. Ja. Und dass dann dadurch eben das Solidarität wieder enorm schwächt. Mhm. Ja. Und dass dadurch der innere Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das heißt, dass ein solches materielles Weltbild dazu führen kann, dass die Menschen einen sozialen Darwinismus entwickeln. Wenn sie sagen, es gibt ja sowieso keine Werte. Und alles, woran die Philosophen geglaubt haben, Menschenrechte und generelle Normen und dass das Leben eines jeden Menschen gleich viel wert sein soll und dergleichen. Das alles lässt sich ja nicht materialistisch in irgendeiner Form beweisen oder dokumentieren. Mhm. Und wir würden dann im Grunde genommen das ganze Licht der Aufklärung und des Christentums und alles, was es an positiven Errungenschaften auskippen und sagen, eigentlich zählt nur das Recht des Stärkeren. Ja, haben Sie davor Angst? Jetzt haben Sie mich natürlich ertappt. Ich bin eigentlich ein ganz konservativer Typ, Vertreter der Aufklärung. Aber wenn es diese beiden großen Schienen gibt, dann ist klar, was man kritisieren muss. Ja, Abdriften in Irrationalismus und Fundamentalismus und Vulgärmaterialismus. Da ist aber dann natürlich die produktive Frage auch, worauf wir ganz am Anfang unseres Gesprächs schon mal kurz gekommen sind, ob es nicht einen Weg in der Mitte durchgibt in dieser historischen Übergangsphase. Das war dieser Begriff, ist eine säkulare Spiritualität überhaupt denkbar? Oder ist das vielleicht, das heißt, ich halte es mit anderen Worten, eine Art von Gläubigkeit ohne Gott? Nee, eben gerade nicht Gläubigkeit. Besinnlichkeit ohne Gott. Also Gläubigkeit schon mal gar nicht. Gut, Besinnlichkeit? Nein, ich denke da eher sowas, an sowas wie meditative Praxis, aber ideologisch ungebunden. Es gibt aber noch einen einfachen Punkt, der vorher liegt. Mir ist es wichtig, dass wir eine gewisse Qualität der Offenheit bewahren, auch wenn wir von der Hirnforschung fasziniert sind. Unsere Geschichte ist offen und es gibt enorm viel, was wir nicht wissen. Das dürfen wir nie vergessen. Die Zahl der Fragen wächst an und wir wissen nicht, was wir in 50 oder 200 Jahren denken werden. Das heißt, für diese Fragen, die man früher metaphysische Fragen genannt hat, dass nur eine bestimmte Qualität der Offenheit dafür in unserer Gesellschaft nicht verloren geht, dass es da vielleicht eben doch etwas gibt, auch wenn man es wissenschaftlich nicht zeigen kann und wenn man nicht gut drüber sprechen kann. Hm. Haben denn eigentlich diese Erkenntnisse nicht auch tiefgreifende Folgen für die Schule und für unser Bildungssystem? Also die Aufgabe des Bildungssystems besteht ja darin, zukünftige Generationen auf die Gesellschaft vorzubereiten, in die sie hineinwachsen. Jetzt stellen sich ja in Bezug auf das Bildungssystem im Zusammenhang mit der Hirnforschung eine ganze Reihe von unterschiedlichen Anforderungen. Einerseits gibt es auch in der Hirnforschung einen breiten Zweig, der sich mit Lernforschung beschäftigt. Wir wissen heute, wie Lernen funktioniert, kann man nicht sagen, aber wir wissen einige grundlegende Dinge darüber, wie Lernen funktioniert. Wir wissen, dass die Neugier sozusagen der Motor ist, ohne den eigentlich nichts funktioniert. Und wir wissen auch, dass die Schulen relativ gut darin sind, systematisch die Neugier unserer Kinder abzutöten.
in dem der allergrößte Teil der Leistungsnachweise dadurch erfolgt, dass ich etwas, was mir jemand vorgegeben hat, möglichst originalgetreu wiedergeben kann. Ja. Müssten wir nicht nach den Erkenntnissen der Hirnforschung unsere Lehrpläne anders aufstellen? Müssen wir nicht andere Lehrinhalte formulieren? Und vor allen Dingen, brauchen wir nicht ganz andere Lernmethoden? Ich glaube, das schon. Ich erlebe seit 5 Jahren, dass die Studenten, die von der Schule in die Universität kommen, ganz anders sind. Die haben eine wesentlich kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Die schaffen es nicht, 90 Minuten offline zu bleiben. Die haben ihr erstes eigenes Buch nicht wie wir mit 12 gekauft, sondern mit 18. Die haben Schwierigkeiten mit längeren Texten ohne Bilder. Da ist was ins Rutschen geraten, was wir noch gar nicht verstanden haben. Und das hat gar nicht so sehr mit nur der Verlust der Lese- und Schriftkultur zu tun, sondern, glaube ich, mit dieser begrenzten Ressource Aufmerksamkeit. Also es ist eben so, dass im Moment das Internet, die Unterhaltungs- und Werbeindustrie von außen auf die Kinder zugreift. Alle versuchen, uns unsere Aufmerksamkeit wegzunehmen. Und ich fände es sehr wichtig, dass in der Schule nicht nur, also dass man das akademische Bildungsideal ein bisschen verändert, dass es auch darum geht, das eigene Bewusstsein und seine Mechanismen kennenzulernen. Ich habe ja, das wissen Sie wahrscheinlich, vorgeschlagen, dass wir an Schulen Meditationsunterricht einführen, so eine Art von Bewusstseinspflege, auch Entspannungstechnik. Aber jetzt Meditationsunterricht, die nicht vom Religionslehrer unterrichtet wird, sondern, ich glaube, Sie haben mal gesagt, vom Sportlehrer. Eher vom Sportlehrer. Also man müsste dann wieder aufpassen, dass nicht weltanschaulich geprägte Organisationen sich dessen bemächtigen. Aber wir müssten dieses neue Wissen und auch angesichts der neuen Risiken, das müssten wir so umsetzen, dass wir Kindern auch beibringen, wie man mit dem eigenen Gehirn, mit dem eigenen Geist richtig umgeht. Wir putzen uns ja auch die Zähne. Mhm. Ja, Kinder brauchen ein Gefühl dafür, wann sie ausgebrannt sind nach einem Computerspiel oder wenn sie zu lange gesurft haben, was da eigentlich kaputt geht. Kinder brauchen ein Gefühl dafür, wie sie Aufmerksamkeit und diese Fähigkeit, achtsam hier zu sein, wieder aufbauen können. Brauchen ein Gefühl dafür, was sie in ihrem Leben eigentlich wirklich wollen. Ja, total geblastet zu sein mit dem Netz und dieser ständigen Kommunikation oder eben auch mal ihren Körper und die Situation zu spüren. Das sind auch Erziehungsideale, die rein müssen in die Schule. Wäre das ein Schulfach zum Beispiel, das man Lebenskunst nennen könnte und in dem man Meditation unter anderem einbindet? Dass also in Grundschulen, wenn bereits die Grundschullehrer sich darüber beschweren, dass die Kinder keine Aufmerksamkeitsspannen mehr haben, weil sie zu Hause vorm Computer sitzen, dass die Schulen dann sagen, gut, wenn die Elternhäuser das nicht machen, bedauerlicherweise, dann müssen wir das eben selber machen und dann brauchen wir eine halbe Stunde am Tag, wo wir die Kinder darin trainieren, sich zu konzentrieren, sich zu schützen vor den vielen Aufmerksamkeitsräubern, von denen sie umzingelt sind? Genau, und das wäre ein Kernprojekt. Aber das ist nur, was ich sage. Also es gibt andere Bereiche. Zum Beispiel sind schon Kindergartenkinder heute motorisch verarmt. Die können nicht mehr so gut balancieren auf dem Baumstamm, sich die Schuhe zubinden. Das heißt, es geht auch um Kultivierung von Bewusstheit in Bewegung. Ja, und da gibt es bestimmt viel zu tun. Und die interessante Frage wäre natürlich dann auch, was kann uns die beste moderne Hirnforschung darüber sagen, wie wir sowas möglich effektiv in der Schule realisieren? Vielleicht gibt es ja dann sozusagen eine wechselseitige Befruchtung zwischen diesen alten, traditionellen Bewusstseinstechniken, die wir schon haben, die gut ausgetestet und weitgehend risikolos sind, und modernster Forschung über das Gehirn. Also Sie sehen schon, mir geht es darum, dass wir nicht so defensiv diese Entwicklung einfach anschauen und sagen, so maulend in der Ecke mit einem Ressentiment, das ist alles böse, was da kommt aus der Hirnforschung, sondern dass wir sagen, wie können wir den Tiger reiten? Was können wir damit machen? Wie können wir unsere Autonomie erhöhen und auch die Autonomie unserer Kinder erhöhen? Wie setzen wir das als Gesellschaft produktiv um? Haben Sie ganz konkrete Visionen, wie Sie zum Beispiel das Bildungssystem in Deutschland oder in anderen westeuropäischen Ländern gerne umgebaut hätten? Was sind für Sie die schlimmsten Übel und was würden Sie an Innovationen einführen? Also ich kenne jetzt natürlich nur einen sehr engen Bereich als Hochschullehrer für Philosophie. Ich kann mir nicht anmaßen, da so einen pauschalen Überblick zu haben. Aber ich sehe also ein Problem darin, dass wirklich die Fähigkeit, längere Texte zu lesen und zu durchdringen, wegrutscht in der jungen Generation. Das heißt, erstmal muss sowas wie Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit einfach wiederhergestellt werden und in der Breite, nicht nur bei irgendwelchen Eliteprojekten. Und dann
müssen solche altmodischen Kulturtechniken, also Philosophie studieren kann man einfach nicht ohne langweilige altmodische Bücher zu lesen. Es geht nicht. Das kann man nicht über Wikipedia oder schnell geschnittene Videoclips machen. Das heißt, das müssen wir wieder einführen. Und wir müssen eben auch sehen, dass die Leute, die jetzt in das Bildungssystem reinkommen, sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Also Migrationshintergründe zum Beispiel, dass sie aus Elternhäusern kommen häufig, wo überhaupt nicht gelesen wurde oder so. Wir brauchen eine Antwort auf die Diversität. Es gibt so viele verschiedene Arten von jungen Leuten jetzt, im Gegensatz von vor 30 Jahren, die in das Bildungssystem eintreten. Und die zu gewinnen und zu motivieren. Ist das allein Aufgabe des Staates oder ist das auch Aufgabe von jedem Einzelnen? Wenn Sie jetzt ein Pensionär sind, der vorher Sparkassendirektor gewesen ist oder Jurist gewesen ist oder vielleicht sogar Lehrer gewesen ist. Und Sie sind in der Situation, in der sehr viele Rentner und Pensionäre in Deutschland sind, in der Schweiz auch, in vielen europäischen Ländern, dass Sie immer weniger Enkelkinder haben, vielleicht sogar gar keine. Ist es dann nicht so eine Art moralischer Verpflichtung, in die Schulen zu gehen, in den sozialen Brennpunkten? Und genau diese Techniken, die so wichtig sind, damit man die Fähigkeit zur Konzentration und zur Sammlung hat, damit man die Fähigkeit zum Denken und Mitdenken sich bewahrt und damit vielleicht auch die Fähigkeit, ein tugendhafter Mensch zu werden, dass man das vermittelt, indem man in die Schulen geht und diesen Kindern vielleicht in der Grundschule Nachhilfeunterricht gibt, ihnen Lesen beibringt, ihnen vielleicht auch Rechnen beibringt, aber am meisten beibringt, die Welt zu verstehen. Wäre das nicht sozusagen etwas, was als, nicht als zufällige Sahne auf dem Kuchen, sondern als ganz, ganz grundsätzliche Verpflichtung jener Generation, die das weitergeben kann, auch formuliert werden sollte und auch als Anforderung formuliert werden sollte, damit die Menschen das machen? Das finde ich einen ganz originellen Gedanken, den Sie da eben haben. Normalerweise ist ja das Anspruchsdenken eher umgekehrt. Die Alten sitzen da und sagen, oh mein Gott, die werden nie unsere Rente zahlen können, wie das alles aussieht. Aber selber mal dahin gehen und zu versuchen, was zu ändern, damit die unsere Rente tatsächlich mal zahlen können später, darüber redet niemand. Ein Thema, das auch in diesem Bereich gehört von Ihrem Vorschlag, ist Generationengerechtigkeit. Man muss einfach sehen, dass die jungen Leute sehr wohl wahrnehmen, dass auf sie sehr viel zukommt, zum Beispiel mit der Klimakatastrophe. Und sie sehen sehr wohl wahr, dass die, die jetzt alt werden und die das Sagen haben, auch in demokratischen Systemen, bei so alten Gesellschaften große Wählermehrheiten stellen, dass die schuld sind an der Situation, unter der sie jetzt zu leiden haben, an der wirtschaftlichen Instabilität und den Umweltproblemen. Das heißt, die ältere Generation würde gut daran tun, auch noch mehr zurückzugeben an die jüngere. Reparationszahlungen für einen unverantwortlichen Lebensstil? Nein, nicht nur Reparationszahlungen, sondern Einfluss zu nehmen auf Entscheidungen, die zukünftige Generation betreffen. Das ist ja auch ein Problem, das uns die Evolution mitgegeben hat, dass wir einfach zukünftige Generationen nicht in unsere Kalkulationen mit einbeziehen. Uns interessiert emotional nichts, was über die Enkelkinder hinausgeht. Aber in dem Moment, wo ich mich um ein Kind in der Schule kümmere, dass ich eine ganz persönliche Situation herstelle, dass sozusagen mein Adoptivschüler wird. In dem Moment baut sich ja emotional etwas auf, eine zwischenmenschliche Beziehung. Das heißt, wir sind ja nicht nur in der Lage, unsere eigenen Kinder als Angehörige zu betrachten, sondern auch fremde Menschen in dem Moment, wo wir eine intime Situation mit ihnen aufbauen. Und in dem Moment werden sie ja ein Teil unserer Horde. Das heißt, sie kommen in unsere unmittelbare moralische Reichweite des Mitgefühls mit hinein. Und wir können ja in der Hirnforschung sehr anschaulich zeigen, dass etwas Gutes zu tun, ja, uns auf nachhaltige Art und Weise im Gehirn belohnt. Denn in dieser Situation ist es ja eine Win-Win-Situation. Es ist ja nicht nur Ahmed oder Kevin, der mit 8 Jahren verspätet lesen lernt, sondern es ist auch derjenige, der sich selber sagen kann, dass der jetzt lesen kann und dass der die Schule geschafft hat und die Ausbildung gemacht hat, da habe ich zu beigetragen. Das heißt, es ist doch eine Situation, in der beide gewinnen und niemand verliert. Ich sehe, was Sie vorschlagen. Also Sie wollen eigentlich sowas wie, nicht Adoption, aber ein Mentoring-System. Ganz genau. Es gibt ja auch schon eine Reihe von Vereinen in Deutschland, in der Schweiz auch, die das unterstützen, an die Sie sich dann wenden können. Und also die meine, meine erste Frage aus der Erfahrung mit realen Studenten wäre, hören die zu? Interessiert die das? Also ich weiß zum Beispiel, es gibt einen Verein in Deutschland, der heißt Mentor, die Leselernhelfer. Aha. Und der hat reichhaltige Erfahrungen in vielen Städten gemacht. Und die Erfolgsquoten liegen, von Hamburg haben wir jetzt sehr genaue Zahlen, bei etwa 80%. Okay. Also normalerweise ist das Bedürfnis sehr hoch. Und zwar sind es ja häufig Kinder, die aus Familien kommen, wo die Eltern sich nicht richtig kümmern.
Okay. Und jetzt kommen diese Kinder in die Situation, dass sie jemanden erleben, der freiwillig zu ihnen kommt, um ihnen zu helfen. Das ist etwas, was sie vielleicht noch nie in ihrem Leben erfahren haben. Und das Spannende an der Pädagogik ist, es kommt ja nicht so sehr darauf an, was sie jemandem sagen, sondern was sie ihm vorleben. Mhm. Es gibt den schönen Satz von Kleist. Was lernt ein Kind, wenn man es unausgesetzt ermahnt? Jetzt ermahnen. Was lernt ein Kind, wenn man ihm vorlebt, dass man altruistisch etwas für es tut? Ja, Altruismus. Ich habe auch nur die Sachen von meinem Vater, die der einfach gemacht hat. Den Rest habe ich nicht zugehört. Aber jetzt sage ich Ihnen was anderes. Wir brauchen natürlich nicht nur ein Mentoring-System für eine Lesekultur, sondern wir bräuchten ein Mentoring-System für eine Bewusstseinskultur. Das heißt, es geht ja nicht nur um das Ranführen an akademisches Lernen, sondern an diese den Umgang mit dem eigenen Gehirn, diese Themen, die wir eben hatten, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Meditation. Und da haben wir eben keine ältere Generation. Da haben wir noch nichts aufgebaut als Kultur im Westen, dass Mentoren sozusagen den jungen Leuten gegenübertreten können. Und das ist ein technisches Problem. Wo bekommen wir glaubwürdige Lehrkräfte für sowas her, die nicht ideologisch geprägt sind und die diese Veränderung in der Schule herbeiführen können? Indem wir unsere Universitäten solche Leute ausbilden. Aha. Herr Metzinger, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich bedanke mich auch.